Pfeiffer fragt. Der Polit-Talk im Norden. Neustart oder Ausverkauf? Wie ist TTIP noch zu retten? Teil 2. Live aus dem Innovation Campus der Handelskammer Hamburg. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir machen weiter beim Thema TTIP. Heute zum Thema Hormonfleisch, Chlorhühnchen und Gentechnik. Ein Bereich, den ganz viele von Ihnen hoffentlich schon erwartet haben an diesem Abend. Hier scheiden sich nämlich die Geister. Es wurde ein ganz großer Unterschied ist natürlich, dass die Europäische Union das Vorsorgeprinzip anwendet, also Prävention ohne Schadensfall. Für die USA ist es in der Bewertung versteckter Protektionismus. Sie wollen das Ganze durch ein Risikomanagement ersetzen, bei dem die Produkte so lange als sicher gelten, bis man wissenschaftlich das Gegenteil bewiesen hat. Die EU sagt, wir halten an dem Prinzip fest, TTIP Leaks sagt nichts anderes, oder? Zurzeit. Ich würde gern alle bitten, mir in den TTIP-Leaks-Dokumenten zu zeigen, wo da das Vorsorgeprinzip der EU untergebracht ist. Steht was anderes drin? Da steht das nicht drin. Das ist gut. Also das ist eben genau die Frage des Misstrauens oder des Vertrauens in Verhandlungsführungen oder in Standards. Ja. Wir haben auch Beispiele. Wir haben ja jetzt schon Schille-Effekte. Bereiche der Regulierung, die mit Blick auf die Verhandlungen der Amerikaner und mit Blick auf die Forderungen der Amerikaner dazu führen, dass europäische Gesetzgebung abgeschwächt wird. Da gibt es Widerspruch auf der Äußerung. Ja, also erster Punkt steht nicht drin. Was drin steht, ist natürlich die Forderung der Amerikaner und die Ablehnung von Europa. Das steht drin. Insofern Nein. ist die Verhandlungsposition klar. Nein. Das ist der eine Punkt. Entschuldigung. Das ist der eine Punkt. Ich habe die Passage sogar im Landtag zitiert. Unabhängig davon, zweiter Punkt ist mir wichtig. Ich habe vorhin mal das Wort VW in den Raum geworfen. Der Eindruck, der entsteht, und wir könnten wunderbar über Chlorhühnchen diskutieren oder jeder, der heute Abend noch in ein hamburgisches Schwimmbad geht, mehr Chlor zu sich nehmen wird, als wenn ein ganzes Chlorhühnchen ist. Das nur am Rande. Darüber diskutiert auch keiner. Dafür haben die Amerikaner ja keine Lieferkette. Also, das nur am Rande. Aber worum es mir eigentlich geht, ist das Thema Verbraucherschutz. Ja, ich stehe zum Vorsorgeprinzip. Ich halte es richtig, dass es auch die Verhandlungsposition der Europäischen Union an der Stelle ist. Aber so zu tun, als ob die Amerikaner keinen Verbraucherschutz hätten, mit Verlaub, das merken gerade die Kunden von VW in Deutschland auf der einen Seite und die Kunden von VW in Amerika auf der anderen Seite. Wenn das Ergebnis des amerikanischen Verbraucherschutzes ist, dass sie Kunden erster Klasse ist, weil bis zu 10.000 Euro pro manipuliertem Fahrzeug entschädigt werden in den USA und die deutschen und europäischen Kunden das Nachsehen haben, weil sie nicht entschädigt werden, dann darf ich eine Sekunde wenigstens feststellen, dass der amerikanische Verbraucherschutz nicht grundsätzlich schlechter ist und der europäische grundsätzlich besser. Die VW-Kunden wissen, ein Lied davon zu singen. Also das muss man deutlich sagen an der Stelle. Es gibt rund 50 gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel, die derzeit in der EU für den Import zugelassen sind. Ich habe nachgeguckt. Die beschränkten sich aber auf Baumwolle, Mais, Soja und Raps. Wiederhole das, die EU-Kommission hat sich committed. Ich habe auch die Verhandlungsfreigaben hier aus Bundeswirtschaftsministeriums Seite dabei, was die Mandate angeht. Der Marktzugang für gentechnisch veränderte Lebensmittel steht nicht zur Verhandlung an dieser Stelle. Sie haben das gerade vorhin aufgeworfen, das Thema, weil es nicht explizit nicht drin steht. Was macht zurzeit es so schwierig, einer EU-Kommission mit einem Mandat bis zu dem Zeitpunkt, wo ein nicht nur konsolidiertes Papier, sondern tatsächlich ein abgeschlossenes Treatment als ratifizierungsfähiges Papier da ist, so schwer, zumindest mal das Prä zu geben und zu sagen, da sitzen Profis, die haben ein politisches Mandat, die haben eine Aufgabe, die haben eine Verantwortung, die müssen sich rechtfertigen. Denen haben wir schon gezeigt, dass wir durchaus recht laut und entsprechend Druck machen können. Warum glaubt man denen nicht mehr? Das ist eine ehrliche Frage. Das ist auch ein bisschen, also ich finde die öffentliche Debatte völlig richtig dazu, aber manchmal überzieht man das Misstrauen. Weil natürlich muss man am Ende nochmal schauen, ob alles also wirklich drin steht, wie es am Anfang gesagt wurde. Weil wir wissen alles, Verhandlungen sind am Ende auch Kompromisse zu machen. Das CETA-Abkommen, was vorliegt, das kann man sehen, dass es in dem Bereich, also es muss noch auf Deutsch also übersetzt sein, dass man es wirklich noch mal ganz genau alles schauen kann. Es scheint in dem Bereich sauber zu sein. Man hat nämlich einfach auf eine Liberalisierung in den Bereichen verzichtet. Natürlich hat man die Kanadier nicht dazu gebracht, dass die auch das Vorsorgeprinzip anwenden. Genauso wie wir die Amerikaner dazu nie kriegen werden, weil die sind überzeugt, dass ihr Prinzip gut ist. Das muss bloß also so sichergestellt sein. Und ich glaube, das wird man also nach den Verhandlungen auch sehen, weil auch das Europäische Parlament hat mit breiter Mehrheit gesagt, das Prinzip muss gewahrt
bleiben. Und wenn sie das nicht machen, das Europäische Parlament hat schon manche Abkommen abgelehnt, schlicht. Das ist, und das sind die Einzigen, die mit Sicherheit darüber also entscheiden werden müssen. Ist es so, dass ich da das Vertrauen schon habe, weil ich habe bisher keine Anzeichen, dass die Kommission da wirklich falsch spielt. Und im Übrigen ist das also gerade, weil wir immer wieder das Chlorhühnchen ansprechen, das ist auch umgekehrt bei den Amerikanern ein riesiges Problem. Die haben nämlich eine panische Angst vor Bakterien. Deswegen wollen sie auch keine Rohmilchprodukte. Und deswegen wollen sie unsere also, Hähnchen auch mit Sicherheit nicht. Ja, und deswegen ist die Lösung wahrscheinlich so naheliegend, also da Hähnchen ja auch keine Zugvögel sind, die werden einfach auf den Kontinenten bleiben und gut ist die Laube. Darf ich einmal sagen, warum das Chlorhähnchen mich aufregt? Das ist nicht, weil es, wenn ich es essen würde, eine Gefahr für mich ist, sondern weil einfach ein System dahinter steckt. Und wir in Europa, und da bin ich froh, dass wir so einen Ansatz haben, und jeder hier weiß im Raum, wir haben in Europa genug Probleme mit Massentierhaltung, mit Antibiotika in Fleisch und so weiter. Also wir sind da auch nicht die Sauberen. Aber wir haben zumindest den Ansatz, dass wir sagen, wir gucken von der Weide bis zur Gabel und gucken da, dass alles möglichst sauber ist. Während die Amerikaner, ob nun Angst oder nicht vor bestimmten Sachen, den Ansatz haben, sie lassen erstmal die ganze Produktionskette so laufen. Was so nicht stimmt, das wissen Sie auch, dass so nicht stimmt. Ja, natürlich haben die eine gläserne Kette in Teilen. Könnte es sein, dass wir wir haben 78 verschiedene Standards zum Teil bei verschiedenen Produkten, nicht nur amerikanische oder europäische, sondern es gibt manchmal mehrfache, wie gesagt. Wäre es nicht manchmal sinnvoll zu sagen, wir lassen, weil sich traditionell oder philosophisch, wie auch immer, kulturell gewachsene Unterschiede ergeben haben, wir erkennen an dieser Stelle den Weg an, wollen die nicht katholischer machen, als wir es sind, wollen es auch umgekehrt nicht amerikanischer, als wir es sind. Wenn das Ziel das gleiche ist, nämlich den Verbraucher zu schützen, kann ja zwei Wege nach Rom führen. Wäre das nicht an die, ich sag mal, eine salomonische Form von Herangehensweise? Man muss nur, glaube ich, aufpassen, dass man das Vorsorgeprinzip nicht auf der zeitlichen Strecke aushöhlt. Das ist ein Risiko, was da drin liegt. Aber ich glaube, der Blick auf den CETA-Text hilft uns gar nicht so viel. Das Vorsorgeprinzip ist da drin. Wir brauchen bloß in das Kapitel Umwelt und Handel gehen. Oder in das Kapitel Handel und Arbeit ist es drin. Und zwar mit einer Formulierung von 92. Ne? Also, wir haben es, glaube ich, drauf soweit. Also eine saubere Formulierung. Aber es hilft nichts, weil es nur genannt wird, ohne dass genau drin steht, wie es umgesetzt wird. Allerdings ist das ja auch einer der Gründe, weswegen es im Agrarbereich eben nicht zu einer Liberalisierung mit Kanada gekommen ist, sondern man über Quoten geht und also auch beschreibt, dass beispielsweise das Fleisch, was mehr also jetzt von Kanada nach Europa exportiert werden kann, dass das nicht hormonbehandelt sein darf. Ich möchte mal noch einen Punkt vom Chlorhühnchen wegnehmen. Wenn Sie Zulassungsregeln in der EU beispielsweise für künstliche Hüften, Brustimplantate oder Herzkatheter nehmen, dann sind wir da im Vergleich international zu den Amis ziemlich lasch. Dafür kontrolliert die FDA in Amerika ziemlich stark die Arzneimittel und die müssen dafür bei uns in Europa nochmal durch eine entsprechende Erprobung. Da fragt man sich dann schon, warum tun wir uns das an dieser Stelle an, wenn es für den jeweiligen Markt funktioniert? So anders gepolt sind wir ja in Europa möglicherweise auch nicht als die Amerikaner. Die Amerikaner kaufen ja auch mit ein paar Blinkern und ein paar Farben irgendwie an den Rückleuchten ja auch die VWs, wenn auch keine Diesel mehr. Und insofern muss man sowas unbedingt an dieser Stelle so explizit kontrovers regeln, wenn man dann bei der ganzen Geschichte das Ziel aus den Augen verliert. Es wird das Problem also bei den ganzen Zulassungsverfahren, wann Produkte zugelassen werden für einen Markt, weil das ist in der Tat, also gibt es da Vorprüfung oder Nichtprüfung. Und das ist im Detail also sehr schwierig. Das ist im Übrigen also ein objektiv sehr schwieriges Problem, weil also es die Standardisierung, die dahinter steckt, da geht es nicht um die Standards, was immer gesagt wird, ob die Farbe da also orange oder also sonst wie ist, sondern es geht also, ab wann wird ein Auto als sicher zugelassen, was über ganz unterschiedliche Formen geprüft wird und da jeweils also die neben wirtschaftlichen Interessen auch also die Interessen der Bevölkerung teilweise nur, also weil sie es nicht anders gewohnt waren, aber es ist schon wichtig, weil bei einem Auto möchte man in ein sicheres Auto steigen und es gibt schon genug Fahrfehler. Das ist zwar immer das größte Risiko, aber der Rest sollte sicher sein. Wir haben ein ähnliches Problem bei Spielwaren aus China, wo die Amerikaner viel genauer prüfen, ob das, was die Chinesen nicht reintun sollen, auch wirklich nicht drin ist. Das ist Überraschungsei. Ja, wir nehmen also viele Sachen einfach, glauben dann den Herstellerangaben. Wir biegen gleich, überraschungseitechnisch nicht, aber berechenbar, kurz für 2,5 Minuten hier aus der Debatte raus, gehen zurück in die Nachrichten und sind gleich wieder zurück und hoffen, Sie sind das auch mit großer Freude, von uns zumindest. Dankeschön.